Ja, vielleicht haben Sie es schon gehört. Vor 3 Tagen ist erstmals ein Fall der sogenannten afrikanischen Schweinepest in Tschechien, also in der Nähe der österreichischen Grenze, aufgetreten. Es handelt sich um eine ansteckende Krankheit, also für Schweine ansteckend, die von Wildschweinen auf Hausschweine übertragen wird. Und ab übermorgen Sonntag gilt in den gefährdeten Gebieten deshalb eine Stallpflicht. Und besonders betroffen sind das Weinviertel und Wien. Und aus diesem Grund hat unser Reporter Jan Matejczek heute einen Schweinezüchter in der Nähe von Poisdorf für Sie besucht. Dass die afrikanische Schweinepest hier durchaus ernst genommen wird, das kann man bereits an meiner Kleidung erkennen. Hygiene wird hier auf diesem Schweinezucht- und Mastbetrieb im Weinviertel, wo wir heute zu Gast sind, durchaus groß geschrieben. Wie sich diese neue Verordnung aufgrund der afrikanischen Schweinepest hier auf den Alltag auswirkt, das schauen wir uns jetzt an. Wir sind hier im Freilaufbereich der Zuchtschweine. Bevor wir hergekommen sind, haben wir versprechen müssen, dass wir frisch geduscht sind und dass wir auf keinem anderen schweinehaltenden Betrieb zu Gast waren. Also Hygiene wird hier sehr groß geschrieben. Ja, Hygiene wird bei uns sehr groß geschrieben, weil wir passen auf, dass wir keine fremden Keime einschleppen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die afrikanische Schweinepest? Es geht überhaupt nicht nur um die afrikanische Schweinepest, sondern Keime, fremde Keime. Wir wollen haben, dass keine fremden Keime zu unserem Betrieb kommen. Weil fremde Keime heißen dann, die Sau müssen sich damit auseinandersetzen, wären vielleicht krank auch, dann müssen wir es behandeln. Hier sind so rund 1000 Schweine sind auf dem Betrieb, also das ist ein Mast- und Zuchtbetrieb. Ja, ja. Da muss man wahrscheinlich extrem aufpassen. Ja, natürlich muss man extrem aufpassen. Und wenn wir vom Maststall im Obferkelstall gehen, dann haben wir natürlich andere Schuhe gehabt. Aber wenn wir in jede Obferkelbucht einsteigen, haben wir andere Schuhe. Und da passen wir schon auf. Wir schauen auch, dass wir die ganzen Sachen standardmäßig haben. Dass wir nicht drüber nachdenken müssen, jetzt muss ich das oder das machen, sondern diese Krogs stehen in dieser Obferkelbucht und da steige ich nur rein und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Was die afrikanische Schweinepest genau ist, das habe ich auf dem Weg hierher dem Veterinärmediziner Universitätsprofessor Friedrich Schmoll von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, kurz AGES, gefragt. Die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, ist eine ansteckende Krankheit bei Haus- und Wildschweinen, ist eine anzeigepflichtige Krankheit, kommt nur beim Haus- und Wildschwein vor. Der Mensch kann an dieser Erkrankung nicht erkranken, es ist keine Zoonose. Wie erkennt man ein erkranktes Tier? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in den Wald geht, ein Jäger, und ein erkranktes Wildschwein erblickt, wie erkennt er das? Die Tiere sind verhaltensauffällig. Normalerweise reagieren ja Schweine auf das Erblicken von Menschen mit Flucht. Sie laufen nicht gleich fort, sind vielleicht verhaltensauffällig, bewegen sich wenig. Es ist auch, nachdem die Krankheit sehr, sehr rasch tödlich endet, sind sicherlich vermehrt Todfunde das entscheidende Kriterium, wo man auf jeden Fall sofort den Verdacht natürlich aussprechen muss, dass es sich hier um afrikanische Schweinepest oder um Schweinepest handeln kann. Bis jetzt gab es ja noch keinen Fall von afrikanischer Schweinepest in Österreich. Woher kommen diese Viren? Bis jetzt hat es noch keinen Fall gegeben in Österreich, Gott sei Dank. Das ganze Krankheitsgeschehen, das ist ja schon sehr lange zu beobachten. In Afrika hat sie letztendlich dann über Russland bis hin nach das Baltikum ausgebreitet, Estland, Polen. Zuletzt auch in der Ukraine sind vermehrt Fälle aufgetreten. Das rückt im Prinzip immer näher an Österreich heran. Eben zuletzt vor wenigen Tagen diese Meldung, dass eben 80 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze in der Tschechischen Republik der erste Fund bei einem Wildschwein war und deswegen auch sich die Situation hier für Österreich entsprechend auch verschärft hat. Hier sind entsprechende Maßnahmen jetzt auch getroffen worden, die das Ministerium mit den Ländern entsprechend bereits auch schon umgesetzt hat. Sie sind ja gerade dabei, einen Zaun rund um den Betrieb zu bauen, weil der Hauptüberträger oder der Überträger schlechthin von der afrikanischen Schweinepest ist ja das Wildschwein. Das heißt, das kommt dann gar nicht her zum Betrieb. Ja, dieser Zaun ist ja in Planung für ein paar Jahre. Dann haben wir uns eigentlich, diesen Winter haben wir mal ein Projekt draus gemacht und jetzt sind wir halt dran, dass wir den Zaun spannen, eigentlich 2 Wochen früher. Wir hätten auch gern gewartet, bis der Weizen weg ist. Aber jetzt mit der afrikanischen Schweinepest ist das akut geworden. Jetzt wird der Zaun gespannt und am Sonntag ist der Zaun fertig gespannt. Aufgetreten ist die afrikanische Schweinepest wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt in Tschechien. Wie dramatisch sehen Sie das, wenn dann wirklich die ersten Fälle vielleicht hier auf der österreichischen Seite auftreten?
Ich glaube, das ist sehr dramatisch. Überhaupt, wenn die Schweinepest bei uns in der Wildschweinepopulation dann auftritt. Also ich fürchte mich davon schon stark. Wir haben noch nicht sehr viel Information, wie stark der Ausbruch in Tschechien ist. Aber gestern, wie wir das erste Mal gehört haben, es war schon ein bisschen deprimierend, die ganze Sache. Dass Fälle von afrikanischer Schweinepest in den kommenden Wochen und Monaten auch bei uns auftreten, das wird von Experten wie Universitätsprofessor Friedrich Schmoll als nicht gering eingeschätzt. Ja, ein ernstes, ein brisantes Thema. Jan Matejcek hat berichtet. Vielen Dank.